Hallo, ich bin Nora und ich studiere zurzeit in Bonn Agrarwissenschaften und jetzt in Uganda auf eine Farm. Das ist eine Seminary Farm, wo Priester ausgebildet werden und auch der Sinn der Farm ist, dass die also Priesterschule mit versorgt wird. Dort gibt es also eine Milchproduktion, die haben Kühe und ich glaube auch Ziegen und Schweine und Hühner und bauen aber sonst auch ganz viel Gemüse an und Obst, also zum Beispiel Bananen und auch Kaffee und Maniok und Spinat. Genau, dann wird dort auch noch ein bisschen Biogas produziert und ich bin eigentlich am meisten gespannt darauf, wie die ganze Farm als Ganzes funktioniert, wie das miteinander kombiniert wird und ja, wie das alles zusammenhängt. Ich habe mir vorgenommen, jetzt erstmal also ganz offen dorthin zu fahren und einfach mich so ein bisschen treiben zu lassen. Einfach so ein bisschen auf Land und Leute einlassen. Ich bin gespannt auf das Essen und ich mag es immer total gerne, wie die Leute von A nach B kommen, also so die Verkehrssituation, weil ich finde, da sieht man auch immer einfach viel, wie die Leute so drauf sind und leben.